Sattler. Moin Moin und herzlich willkommen hier unten zu einer neuen, schrägen, ruhigen, entspannenden Folge mit The Infected. Freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. So, müssen wir gucken, was der Boy hier unten, der braucht noch 7 Eisenbarren und ein paar Nägel braucht, ja. Wir müssen wieder Steine sammeln gehen, denke ich. Hier müssen wir auch mal weitermachen. Gott sei Dank geht hier nichts kaputt. Ich kenne mich ja, ne? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jawohl. So, das heißt, wir müssen wieder ein paar Steine sammeln. Aber als erstes müssen wir heute, weil, gucke mal, September, Herbst. Das heißt, es wird bald Winter und wir haben noch keine Winterklamotten. Und ich würde hier gerne noch ein bisschen mehr Vorrat anlegen, ja? Das müssen wir auch noch machen, weil unser, wir nehmen mal gerade einen hier. Unser Fischbalken da unten beim Essen ist nämlich sowieso leer. Können wir den gerade auffüllen. Essen. So, dann haben wir das schon mal. Was ist das unterste da? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir gucken. So, dann könnte man nämlich noch einen Drying Rack bauen. Und zwar platzierbares Essen. Hier, setzen wir das mal einfach hier so hin. Bitteschön. Der kann da rein. 2 Seile, 8 Stöcke. Okay, Seile haben wir noch hier. Da, ich würde gerne eins teilen. Gib mal her. Noch eins teilen. Gib mal her. So, die können da rein. Dann haben wir die Seile. Die sind noch dran. Draußen brauchten wir Nägel, ne? Die machen wir mal gerade. So, und da hinten läuft doch schon wieder Karl-Heinz rum. Immer dieser Karl-Heinz, ey. Schlimm. Weil dann brauchen wir hier nämlich nur noch die Eisenbarren. Yes, sehr gut. So. Falls man da irgendwie ein Geraschel im Hintergrund hört, der Kater muss natürlich genau jetzt wieder irgendwo da hinten im Gemüse rumklettern. Ja? Das findet der toll. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt so. Ja. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Aber lassen wir ihm seine Freude, ne? Ach, Namen eingeben. Nein, keinen Namen. So, jetzt brauchen wir noch Stöcke. Das heißt, wir können einen hier runternehmen. Karl-Heinz wird gleich auch kommen. Ich kenne ihn ja. So. 1, 2, 3, 4, 5. Alle rein da. Ist echt. Ich weiß nicht, was Ini gefahren ist, ey. Aber wenn er so weitergeht, der fällt einfach durch, okay. Hat er gleich den Müll da abgerissen. Die Pfeife. Und bei 3 ist der Speer, ne? Jo. Würde ich sagen, ihr seid fertig, ne? Kommt mal her. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Jupp. Sehr schön. Dann packen wir den einen da rein. Und jetzt können wir gerade, wie gesagt, da Karl-Heinz wegmachen, der sich selber gefangen hat. Aha. Schon geil, ne? Wie laut die schreien, ey. 3 Biotreibstoff, nice. Da sagen wir nicht nein. So, dann gucken wir mal. Dann fangen wir jetzt ein paar Fische, um uns hier einen Vorrat für den Winter anzulegen, weil dann ist der See ja zugefroren, ne? Dankeschön. Fische sind jetzt echt eine gute Alternative, aber nur die großen. Finde ich. Die ganz kleinen, die sind so mit einem, ich weiß nicht. Die hier gehen auch noch. So, gucken wir mal. Ja, wir ertrinken, genau. So ein Unfug. Sind wir schon wieder draußen? Was soll denn das? So, dann können wir den nämlich hier reinpacken. Hier kann wieder ein neuer rein. Einmal. Und hier kann dann auch schon wieder einer rein, weil zwei Drying Racks voll hier müssten eigentlich reichen. Ich glaube, die müssten reichen für den Winter. Und wir müssen dann schon mal gucken. Gegenstände, Schutz und Kleidung. Wintermantel wird an der Werkbank hergestellt. Sehr gut. Und Schneehose auch. Die brauchen wir dann für den Winter, ne? Das heißt, wir brauchen Pflanzenfasern, haben wir ohne Ende. 12 Federn und 10 Federn. 22 Federn. Haben wir so viele? 22. Ha, als hätte ich es gewusst. Als hätte ich es gewusst. Und hier sind auch nochmal 7. Sehr gut. Guck hier, Pflanzenfasern haben wir mehr als genug. Was kostet ein
Essen, Strom, nee, bei Möbeln muss das sein, ne? Ein Klamottenständer, was kostet der? Oder er ist bei Sonstiges, das kann auch sein. Mal gucken. Nö, hier ist er nicht. Möbel, wo ist er denn? Bin ich besoffen? Oder er ist bei Lager? Hier, da ist er. 5 Eisenbarren, 2 Plastik, 10 Schrauben. Boah, das ist fies. Dann müssen wir eine neue Kiste bauen. Die wir hier oben drauflegen für die Klamotten. Weil die brauchen viel Platz. Machen wir das mal so. So, noch ein paar Fische fangen. Es wird Zeit. Und heute müssen wir gucken, am Tag 10, ne? Das heißt, die Wambis kommen. Da müssen wir gucken. Hallo, Fischi. Also ein kleiner. Das ist noch ein großer. Wo ist der andere? Mindestens einen brauchen wir noch hier. Guck, das ist noch ein ganz großer. Dankeschön, gucken wir mal. Sehr schön. Ich hoffe, ich mache nicht zu viel kaputt hier. Beziehungsweise am besten gar nichts, ne? So, dranhängen. 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 Der ist echt klein, du. Der ist echt klein. Einen brauchen wir noch oder am besten zwei. Dann können wir den kleinen abmachen und wieder braten. Und gleich essen. Da ist doch schon wieder einer hier. Einer. Da ist noch so ein kleiner. Noch ein kleiner. Da sieht mager aus. Nur 3 kleine. Luft. Scheint keiner da zu sein gerade. Sehr komisch. Da hinten versteckt er sich. Nein, nur die kleinen. Okay, dann lassen wir es so. Brauchen eigentlich hier 20 Minuten in der Gegend rumschwimmen. Und nichts finden. So. Schon wieder? Was ist denn hier los? Ah, wie ich das liebe, wie sie dich treffen, aber du sie nicht. Ah, 3 Nägel. 3 Nägel, ja nee, ist klar. So, und die können wir dann hier reinpacken, ne? Genau, dann haben wir da wieder 9, ne? Hier können wir den Fisch dranhängen. Die müssen ja auch erstmal alle trocknen, das dauert ja ein bisschen. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. So, das heißt, wir haben hier erstmal hier Essen genug für den Winter. Wir können die Klamotten machen. Da brauchen wir 8 Bretter. Machen wir bitte. So. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur gucken. Ausgegangen? Los nicht. Nee, noch nicht. Noch nicht. Das passt noch. Packt mal rein da. So. Können wir das hier leer machen. Zack, schwupp, schwupp. Haben natürlich noch keine 9 gesammelt, deswegen kommen nur die rein, die da drin sind. Fertig. 4 und 1 macht 5. Sollte aber passen dann. Müssen wir jetzt holen gehen. So, eigentlich könnten wir auch 2 von den Kisten hier draufstellen, ne, aber wir nehmen erstmal nur die eine mit. Was soll's. Steine sind hinten. Einiges zu tun hier, ne? Einiges zu tun. Wir wollten auch den Schlachtertisch fertig machen da. Und der kostet auch wieder 10 Eisenbarren. Ich würde jetzt gerne erstmal den Grinder da, den Extraktor fertig machen. Ich sag immer Grinder, ich weiß auch nicht warum. Schlimm. So. Dankeschön, dankeschön. Rein da. Sehr schön. Noch einen. So.
Ach ja, dieser Kater. Dieser Kater. Wenn du ihn jetzt sehen könntest, man sieht ihm richtig im Gesicht und in den Augen an, dass so das kleine Köpfchen qualmt und er am Grübeln ist, was er wieder für einen Unfug anstellen kann. Aber ich hab ihn trotzdem lieb. Ach. Es ist halt ein kleiner Stinker. So, haben wir nicht alle unsere Haustiere lieb? Sonst hätte man sich ja keine geholt, ne? Ach ja, so ist das. Weiter geht's. So, irgendwie sieht das nicht so toll aus hier, muss ich sagen. Vielleicht bauen wir irgendwann noch da hinten... Schub, danke. Hol raus. Ja, sehr clever. Jetzt habe ich die ganzen Steine wieder rausgeholt hier, ne? Oder? Nee, war alles fertig. So, rein da. 2, 4 mal Eisen. Kann hier noch rein. War schon 16 von 18. Das ist gut. Die müssen wir aber irgendwo auf Seite stellen. Nicht, dass die Deppen ihn kaputt hauen, weil der davor steht. Das Ding ist noch nicht an. Das braucht zwingend Öl. Wir haben keines mehr. Das haben wir alles in die Höhle gepackt, ne? In den Extraktor da. Das war ein bisschen doof. Kein Wasser. Wie sieht's hier aus? Da ist nochmal sauberes drin. Okay. So, trink mal bitte. Kohle können wir einmal reintun. Ja, du bist mir gerade egal. Echt. Vollkommen egal. So. Rein hier. Rein hier. Und nochmal rein hier. Es lacht uns aus, garantiert. Ich sag's dir, das Huhn lacht uns aus. Das kleine Mistvieh. Die Kröte. 16 von 18, yay. Das sieht ja gut aus. So, gleich haben wir 17 von 18 und können schon den nächsten machen. Das freut uns auch. Alles fertig. Alles fertig, ne? Jo. Dankeschön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Können wir da reinpacken. Oh, wir hatten auch noch ein bisschen Lehm hier, ne? 10 und 8. Hier ist gar nichts. So, der kann wieder da rein. Den einen, den wir noch brauchen, ey. Dann könnten wir echt mal bei uns im Dorf suchen gehen, hier das Öl. Dass wir da vielleicht ernten. Setzling rein. Wir müssten unser Haus auch mal zumachen. Weil sonst wird es kalt, ne? Und den müssen wir auf Seite setzen. Sonst passt das nicht. Das muss auch noch fertig. Kannst du 3 reinmachen. Kannst du 3 reinmachen. So, da ist auch noch nicht zu. Das müssen wir ja auch zumachen. Wir müssen so viel. So vieles müssen wir. So, Bretter für die Kiste, genau. Die brauchen wir. Wir schon mal eine Kiste haben. Hierfür 7 von 8. Haha, jetzt fehlt ein Brett. Ja, nee, ist klar. Komm, dann gehen wir gerade noch ein paar holen. Kleine hier. Irgendwas fehlt immer, ne? Irgendwas fehlt immer. So. Weiter geht's. Was wird hier gesagt? Gib alles her, wird hier gesagt. 1, 2, 3. So. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einen da. Auch schon 3 Biotreibstoff hierfür, das ist gut. Können wir da nämlich wieder anfangen, die, die Steine zu sammeln. Damit geht's schneller. So. Lass mal gucken. Wir brauchen noch das eine Brett, aber das liegt ja schon hinten. Wir brauchen 25 Pflanzenfasern und 20 Pflanzenfasern und halt die Federn. Federn haben wir schon hier, da sind 50.
22, das reicht schon. So. Dann lass mal gucken. Können wir die hier irgendwie halbieren, einteilen? Dann haben wir hier 12 und hier halbieren. Einteilen, 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 einteilen. 25 und 20 brauchen wir, ne? 12 und 20 sind die Hose. So. 25 und 10 sind die Jacke. Sehr gut. Jetzt haben wir keinen Platz mehr, ne? Auch eins. Hat man die kleiner gemacht? Oder sind die jetzt hier drin, oder was? Nö, die sind gar nicht da. Tja, Äppeln, wo sind die denn? Die liegen bestimmt wieder unten runter am Wasser oder so. Pass auf. Das ist mir schon mal passiert, damals. Ist das alles hier durch und ins Wasser auf dem Boden. Oder sie liegen oben dahinter. Sehr komisch. Ja. Wo sind die hin? Da hinten läuft schon wieder einer rum. Wo zum Teufel? Wir haben die hergestellt. Die Sachen sind ja weg. Wo sind die hin? Die können ja nicht weg sein. Die müssen irgendwie oben drüber liegen oder unten drunter liegen oder ich habe keine Ahnung. Hier oben liegt nichts. So, sehen wir da was? Licht ist an. Guck ich jetzt, ist mir egal. Das muss ja hier irgendwo sein. Das kann ja nicht weg sein. Hm. Das wäre ärgerlich, vor allem, weil der Winter vor der Tür steht. Ist ja sehr komisch. Wo ist das hin? Verrat mir das mal. Das würde ich jetzt schon gerne wissen. Was das soll. So. Was ist hier? Ach, der hat das bestimmt direkt angezogen, ne? Wetten wir? Ja, er hat es direkt angezogen. Alles klar. Und ich suche hier wie ein Blöder. Gut, wir sind am Überhitzen. Guck, dann können wir das nämlich hier reinpacken. Einmal. Macht zu. Zieht er das direkt an. Muss auch erstmal hinkriegen. So, quer hier rein. Die sind nämlich wirklich riesengroß. Du brauchst eine ganze Kiste für den Käse, wenn du kein Name eingeben, ne? Alles klar. So, du brauchst eine ganze Kiste für zwei Sachen, wenn du keinen Ständer hast. Den wir leider nicht haben. Ah. Noch nicht trocken, aber die. Passt, wie viel Uhr haben wir? 9.30 Uhr. Dann mach jetzt mal hier zu. So, und dann schlafen wir gerade. Jetzt müssten nämlich eigentlich die Wambis kommen. Oder auch nicht. Was habe ich denn da eingestellt? Was habe ich da eingestellt? Hm. Kurios. Kurios. So, komm, wir gehen noch ein paar Fische fangen. Wir müssen auch das andere Zeug, die Kürbisse und so weiter und so fort. So. Ah, es wird trinken. Niemals. Niemals. Machen wir noch einen hier. Zack, danke. Sehr gut. Den brutzeln wir uns jetzt. Und währenddessen müssen wir hier Kartoffeln und den ganzen Käse sammeln. Ist noch. Eins und zwei. Den müssen wir ausnehmen. Ernten. Auch lustig, ne? Wir ernten einen Fisch. War das nicht mal mehr? Ich meine, das waren mehr, ne? Mal gucken, was das ist. Vitamine. Fett. Kohlenhydrate. Protein, okay. Ja gut, Kohlenhydrate, die kriegen wir gleich. Trinken tun wir dann erst später wieder, damit wir das hier nicht wieder runterziehen. Einmal essen, zweimal essen. Kannst du den direkt reintun.
Eieieiei. Essen. Essen. Gut, das andere hier ist jetzt natürlich nicht so viel, ne? Mit Vitamine und so. Aber da müssen wir uns wohl auf die Suche machen. Hier müssen wir noch einen reinpacken. Das können wir gerade machen. So, gib mal her. Rein da. Dann kann der Biotreibstoff da rein. Nur Stein extrahieren an. Bitteschön. So, und wir müssen jetzt halt noch ein bisschen Obst und so suchen, ne? Das wird lustig. Guck mal da, Gurken. Ist immer gut. Direkt mampfen, dass das alles ein bisschen hoch geht. Ich sag ja, es lacht uns aus. Es lacht uns aus, dieses Huhn. Gehen wir einfach mal Richtung Dorf. Gucken, was da los ist. Da können wir noch ein bisschen sammeln. Vielleicht finden wir ja auch noch eine Ölkanne. Das wäre halt ideal. Dann könnten wir auch unseren Schleifstein anschmeißen und hier das Katana zum Beispiel wieder ganz machen. Aber das ist halt nicht so einfach. So, haben wir eigentlich noch zu trinken? 7 sauberes Wasser, besser als nix. Kleines bisschen. Trockener Ziegel. Buddel voll rum. Rindenmulch. Weißt du, jetzt findest du nur so ein Zeug. Plastik. Obwohl, warte mal, das könnten wir gebrauchen für den platzierbares Lager hierfür, ne? Dafür brauchen wir 2 Plastik. Siehst du? Könnten wir das schon mitnehmen. Und dann haben wir das nämlich. Mal auf. Irgendwo muss hier doch noch was zu essen sein. Wir brauchen zu essen. Gibt's doch nicht. Noch ein Plastik würde ich auch nehmen. Aber lieber was zu essen. Kartoffelpaste, eine Schiene. 10 Schrauben können wir nehmen. Auch ganz gut. Nur das, was wir suchen, das wirst du jetzt sowieso nicht finden. Ein Ei, das nehme ich bestimmt nicht. Da gibt es nur Salmonellen. Solange wie das da rumliegt. Und dafür sind die Häuser hier ganz praktisch, muss ich sagen. Da kannst du immer irgendwas drin finden. Zumal das ja respawnt nach ein paar Tagen. So. Oder was? Ja, da ist Mais. Ja gut, direkt mal mampfen. Essen, essen. Die Samen heben wir uns alle fürs Frühjahr auf. Weil unser Haus noch nicht ganz zu ist und so weiter. Das wird nichts geben. Muss nicht sein. So. Was ist das hier? Trockene Ziegel. So. Rein hier. Es muss doch irgendwo noch eine Ölkanne geben. Das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir ja 9 Uhr morgens. Ja, das geht. So, Bleierz. Pff, täglich grüßt das Murmeltier hier. Immer dieselbe Kacke überall. Ne, den muss ich nicht haben. Der kann bleiben, wo er ist. Hier ist gar nichts. Der soll mich bloß in Ruhe lassen. Wir haben schon 2 Plastik, ne? Jo. Die Schrauben haben wir auch. Dann könnten wir vielleicht doch noch, würde ich mal sagen, nach Hause. Und ja, wo ist der? Ja, wir sind in die richtige Richtung. Wir müssen hier so runter, ne? Diese Richtung. Nach Hause. Dann können wir nämlich noch den, ich hoffe, er lässt uns in Ruhe. Den Ständer bauen. Da ist ein Kürbis. Da ist ein Kürbis. Da, 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 da. Trinken müssen wir auch. Mais hin. Ernte. Jawohl. So, nochmal schnell essen. Dankeschön, Dankeschön. Geht das auch voll?
So, Dettle. So, Dettle. So muss das sein. Und dann muss da Soße rein. Bock, da sind wir schon wieder zu Hause. Das ging noch. Sehr schön. So, jetzt haben wir auch schon Oktober. Also, der Winter rückt näher. Er rückt näher. So. Unbarmherzig und erbittlich. Da sind schon Steine drin, das ist gut. Warte, wir könnten gerade hier unten noch trinken. Leider haben wir kein Öl gefunden. Aber so ist es halt. Was willst du machen? Dankeschön. So, ihr könnt mal fertig hier. Gib alles her. Er kann da rein. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. So, und so. Hier können jetzt die alle rein. Pack mal an, das Plastik brauchen wir. Lass mal gucken, wo der ist. Hier platzierbar Lager. Stellen wir ihn erstmal hier rein. So, was wir da alles brauchen. 5 Eisenbarren, okay. Die 10 Schrauben haben wir gerade weggeräumt. Die haben wir ja auch gefunden. Wir haben echt, wir haben verdammtes Glück, ne? Wir haben echt verdammtes Glück. Dass das so gut geht hier. Haben wir ein Schwein. Gut. Ich meine, zur Not hätten wir auch noch hier machen können, ne? Aber wenn wir sie gratis finden, wieso nicht? So, da kommen noch 2. Dann hätten wir hier insgesamt 3, ne? Jo. Da ist noch nichts drin. Machen wir hier noch ein bisschen, weil wir müssen ja hier eh noch machen. So. Wenn wir dann Strom haben, dann können wir anfangen mit dem Ölsauger, ne? Können wir gerade gucken, wie viel der braucht hier. Ich glaube, der braucht 100 Strom, ne? Genau, 100 Strom. Das heißt insgesamt 5 hiervon, das wären 50 Aluminiumbarren. Und wir haben keine Ahnung, wo der das hier rausholt. Ich muss mir mal eine Map suchen. Auf jeden Fall. Dass wir wissen, wo was rauskommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alles rein hier. So. Einer. Sehr gut. So, noch ein kleiner. Ach, das Spiel ist einfach toll zum Bauen. Einfach toll. Casual-Gegner hier. Anders kannst du die wirklich nicht nennen. Aber mir persönlich reichen die. Fürs Bauen ist das wunderbar. Und es sieht toll aus. Kann man nicht anders sagen. So, hier fehlt noch einer. Gucken wir mal. Rein an die Decke. Da. Nein, da ist einer drin. Okay, die haben wir alle. Das heißt, wir müssen hier wirklich nur noch Bretter reinmachen. Hier braucht noch ein bisschen. Hier werden sie langsam alle trocken. Sehr gut. Ich hoffe, es vergammelt nichts. So, die nächsten. Da ist er schon wieder. Ey, du. Na komm rüber. Beeil dich. Da flitzt er. Da flitzt er. So. Muss ich mal gucken. Komm mal her. Kommt er überhaupt her oder hat er es schon wieder vergessen? Da hinten läuft er. Mal gucken. Ob er so intelligent ist und herkommt. So, gib mal. Sehr schön. Pack rein. Da hinten kommt er. Okay. Hallo. Und jetzt hängt er wieder da fest. Das ist eigentlich ganz praktisch, ne? Da kann man die immer mit Pfeilen abschießen. Huhu. Na? Ah ja. Teleporten kann er sich auch. Schon wieder 2. Nice.
Ah, da warten wir lieber. Könnten ja auch, ne, mal eine Ölkanne mitbringen. Wäre auch ganz gut. So, das heißt, wir könnten jetzt hier hingehen, die Hose rausnehmen, hier aufhängen, so. Wupp. Winterhose, Winterjacke, Wander. Ja, schön sieht das aus. Kann ich das ganze Ding jetzt aufnehmen? Kann ich. Können wir das hier so schön in die Sonne stellen. Für ein tolles Bild. Du kannst, wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Und ich sag wie immer, danke für deine Zeit.